Dahinter und ja. Du musst nur noch drei warten. Oh Mann! Jetzt ist die schon grün! Ja. Ja, ich sehe mit der. Ja, schau mal, das, die geht so runter, ne? Ja, diese? Ja. Du musst diese kleine Dinger. Ja, und die liegt das hier runter. Die nächste Halt. Wie ein Bogen. Nur ein Ausfahren. Jetzt gehen wir umsteigen. Das sind alles Abstände. Erwischt die U-Bahn nicht mehr, ne? Weil die geht automatisch zu, ne? Mhm. Oh, ich hab das erste Mal. Ja, ja. Halt mich hier mal. Nächster Halt, Schottershof. Die ist kurz jetzt. Die Schiene.
das sind Steine. Wenn da hier repariert werden muss, muss man auf der anderen Seite. Ja, das ist da U2 Richtung. Aber wie soll die rübergehen? Die kann man ja nicht rüberschleppen, oder? Kann man nicht rüberschleppen, oder? Also müssen immer so Tunnels, hast du gesehen, so zwei Tunnels. Nein! Ja. Oh mein Gott. Und dann Abzweigstunnel. Ne? Abzweigstunnel. Scheibe, ne? Scheibe hält. Zwischendurch mal, wenn die repariert werden muss, dass trotzdem die U-Bahn fährt. Soll ich noch mal weiter? Ja. Ne? Deswegen ist das. Nächster Halt. Und manchmal geht auch was kaputt. Das war repariert. Man kann die U-Bahn nicht fahren. Auf der Schiene, wenn man kaputt ist, oder? Da muss man 10.000 Da muss man eine. Da muss man eben Abzweigstunnel begleisen. Und zwei Personen, also gezweigte Tunnels, ne? In verschiedene Richtungen, oder? Wie nennt man in Nürnberger Räumen, wenn sich die Kurve legt? Vibrator. Also können wir nichts wissen, was Vibrator auf Italienisch? Vibrator, oder? Nein. Amore mit Motor. Nächster Halt, Rathenauplatz. Umsteigemöglichkeit zum U3 und zur Straßenbahnlinie 8. Das ist noch ein Abschnitt. Ich habe die Idee, was wir machen können. Wir fahren bis zur Rotenburger Straße, steigen in den ersten Fahrzeug. Das sind wieder Abschnittgleise, die gehen auf die andere Seite. Wir fahren mal über den Plärrer, über das Opernhaus, da wo das DB-Museum ist. Dieser Mensch. Rathenauplatz. Dieser Mensch ist der da. Ja, genau. Oder wir steigen dort in die U1 um, je nachdem, wie wir das dort. Das ist weiter Rathenauplatz. Das wird von einem Pult, so wie du zu Hause so, so machen kannst. Ja, zum so, haben die, so gibt es ein Pult. Nee, das ist die Zentrale. Das ist so ein Computer, ein großes Computer. Ich habe auch so ein Mando, wo man steuern kann. Oder ich habe eine App, die dass man spielen kann, da kann man, wie viel du fahren kannst, dann fährt das nicht schnell. Das ist nicht so, das ist wie ein Computer, so ein Kasten. Und das ist so ein Büro. Und das leitet dann die ganze Geschichte. Stoppen, wieder fahren oder so lange halten oder Abstellgleis führen und so. Das ist ja alles automatisch. Das ist ja kein Schiff. Ah, da ist noch ein Abstellgleis. Da steht VAG drauf. Ja, da siehst du. Der wollte irgendwie was kontrollieren. Siehst du, da sind die Abstellgleise an der Seite. Und hier nochmal die Gleise. Also eins, zur Straße müssen die alles korrigieren. Unter der Erde haben die das montiert. Das Einzige, was auf den Unterschied ist, ist die Lackierung. U3 Richtung Gustav Adolf. Oh, das ist eine U-Bahn. Ja, deswegen müssen wir jetzt warten hier. Ja, wie was ist da? Jetzt müssen wir warten. Nein, das ist die U-Bahn. Die ist ja U3 Richtung Gustav Adolf. Das ist die, der im Opernhaus.
Tür und die muss erst weggehen, damit diese hier reinfahren kann. Es kommt zu einem kurzen Aufenthalt. Oh, Fettnäpfe. Das ist die Klappe. Die sieht gut aus. Die weiß. Für die Gustav-Adolf-Straße ist das. Sieht richtig geil aus. Und die muss jetzt wegfahren. Und dann können wir erst zurückfahren vom Rathenauplatz bis zum Berg auf die gleiche Ich weiß nicht, ob das auf das Film oder auf die gleiche Dann trennen die sich. Jetzt kann ich wieder fahren. Das ist die Haltestelle. Das ist Opernhof. Nein. Ah ja, genau. Hier, jetzt könnten wir hier aussteigen und zum DB-Museum gehen. Was können wir machen? Wir könnten hier aussteigen und zum DB-Museum gehen. Das ist doch eine. Das machen wir aber nicht. Nee, nicht heute. War das eine schöne lange Fahrt? Hat dir das gefallen? Es wird Hauptbahnhof fahren und dann mit der S-Bahn. Gehen Sie dann hin? Stimmt, das kann ich machen. Für Topper, das ist auch noch ein Stück, ne? Bitte, weißt du, für den Kirchen? Ja, stimmt. 2 Minuten. Ja, stimmt. Die fährt sogar noch weiter. Ja, aber hält hier in Fürth Hauptbahnhof. Ich würde sie nicht halten, hätte ich es nicht vorgeschlagen, Christian. Ist doch logisch. Das ist doch eine Brücke, oder? Da laufen die Menschen. Die EVG. Die laufen dann da. Nee, das dürfen die nicht. Nee. Wenn der wieder rumkommt, dann zieht die hier einfach weg. Das ist so eine Windkraft. Dann putzt der Ort. Das kann man nicht. So, und hier hast du viel Geld mit dem Vibrator? Kauf dir ein U-Bahn-Ticket. Das müssen wir auf die Power gehen. Hat dir das gefallen? Ja. Aber ist halt echt, gell? So. Ja, Leute, wollen wir hier irgendwo einzusteigen?